Guck einmal. Oh yeah, baby! Ey, haut ab! Jing Doberek, meine Freunde, what's poppin', was geht ab, Allah? Willkommen wieder auf meinem YouTube-Channel. Ihr fragt euch bestimmt schon, warum stehe ich? Ich stehe, weil Omid hat eine kleine Challenge ins Leben gerufen, die heißt, ich zocke im Stehen. Und damit viel Spaß mit dem Video. Oh mein Gott! Komm mal lieber nicht von hinten, Meister. Das endet ganz schlecht bei mir. Glaub mir das mal. Nein, 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 ich geflasht. Du Pisser, Mann! Das Ding ist, ich muss schon sagen, die KSP 45 erinnert mich schon an die Chicom. Die geht auch echt ab. Also kann ich nur empfehlen, wenn man ein bisschen Variety haben will, zockt einfach mal die KSP 45. Oh mein Gott, auseinandergenommen. Na, immer der Typ mit der Pumpe. Du kleiner Schlingel, Alter. Jetzt kann ich abgehen, Jungs. Könnt jetzt. Sag ich doch, ich kann abgehen. Noch eine Runde oder was? Noch eine Runde abgehen jetzt? Okay, der steht da hinten. Hohoho! Was habe ich mit dem gerade gemacht? Der arme Spawn, du kannst hier direkt. Ich schwöre, es ist. Oh, meine Stellung. Meine Stellung, Meister. Boah. KSP ist dope. Die ist richtig krass. Oh, Panzerung hat mir gerade so meinen Arsch gerettet. Ich schwör's euch. Nein, nein, ich muss weg, ich muss weg, ich muss. Nein, Mann! Ich war auf 8. Streak oder so. Fuck! Reck gar nicht alle gerade weg, Diggi. Alle. Alle. Für den hab ich gehört. Einfach gehört, Digga. Und weiter geht's. Oh mein Gott, hätte ich da einen Sniper? Nein, warum muss ich auf Dark Matter grinden? Bei so einem Momenten denke ich mir, fuck, Digga, warum hab ich die Dark Dings? Eine andere Waffe als die Sniper da. Bruder! Auf jeden Fall schön weg. Weg. Oh mein Gott, hätte ich den da oben noch direkt den ersten Burst auf seinen Kopf, wäre der auch weg. Schade, schade. Digga, wisst ihr, wie ich mich gerade fühle, wenn ich hier so stehe und dadlala? Ich fühle mich so, Dings. Als würde ich irgendwo bei Saturn damals mit seinen Jungs gegeneinander FIFA spielen, in Saturn drin. Da musste man auch, bei uns auf jeden Fall, immer ein Stehen spielen. Ich schwör's euch, ich fühle mich gerade 1:1, richtig, wie heißt das, Dings? Nostalgie gerade, ich schwör. So, kommen wir jetzt zum Klassen-Setup der KSP. Wie spiele ich die KSP? Die KSP zocke ich mit dem Microflex LED-Visier, allerdings zocke ich das Visier immer, ja? Die Mündung zocke ich Sokum Eliminator Visier, weil die vertikale Rückschusskontrolle finde ich ist sehr wichtig und die Mündungsfeuerabschirmung auch teilweise. Ja, Bewegungstempo hat man mit einer MP sowieso, da kann man nochmal ein kleines Nachteil da reingehen. Den Lauf. Den Lauf zocke ich den Sonderkommandolauf, wobei bei dem Lauf konnte ich mich nicht so entscheiden, was ich bei der KSP zocke. Ich würde mich dann vielleicht sogar für den schweren verstärkten Lauf oder den Ranger-Lauf entscheiden. Also bei der Chicom sage ich schon, Entschuldigung, bei der KSP 45 konnte ich mich da wirklich echt nicht entscheiden. Beim Lauf müsst ihr selber für euch wissen, was da raufkommt. Körper, wie immer zog ich den Tiger-Team-Scheinwerfer, weil die roten Punkte einfach, das ist ein Lifehack. Ich schwör's euch, das ist so ein Hack. Unterlauf zog ich den Schleifschallengriff, weil, wie gesagt, bei der KSP konnte ich mich ehrlich bei manchen Aufsätzen nicht entscheiden. Und bei dem gibt es halt nur überall Plus. Und deswegen habe ich mich für den entschieden. Patrouillengriff habe ich auch manchmal gezockt. Aber ich wusste halt nicht. Also, Schleifschalengriff. Magazin zocke ich den Vandal
Schnelllader, Vandale Schnelllader. ZVC-Dauer hat man bei der MP sowieso ganz schnell und ich finde Nachladetempo und maximale Anfangsmunition wäre schon nice bei einer MP. Handgriff zocke ich den Luftelastik-Umwicklung, ist einfach Stani bei mir der Handgriff und Schaft zocke ich auch immer den letzten, hier der Plünderer Schaft. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wie immer bis übermorgen. Ciao, ciao.